So, das ist natürlich unser Squonker, der Mofkins, wie ich ihn bis jetzt normal habe. Und das ist dieser sogenannte Umbausatz für einen Mofkin-Disguiser. Schauen wir, was alles dabei ist. Natürlich ist dabei eine neue Verblendung mit Magnet, dass wir dann da unten an unser Flascherl drucken können, wo die Flascherl haben zwei dabei. Angeblich eins mit 10 Milliliter und eins ist in der Einheit schon so eingebaut. Also wir legen da praktisch nur den Plus, wo da unten dann noch oben und haben wir dann da oben einen eigenständigen 15er. Und das schauen wir uns jetzt an. Und da sind dann da die Sachen nur zum Umbau, was man da braucht. So, und dann sehen wir es ein bisschen wo hinten noch. So hast du ein bisschen bebilderte Anleitung dabei. Und dann schiebt sich das da drauf. Und zwar so, bis das Teil da passt. Dass ich schön anbeißen könnt, ja. Und dann zieht es euch ein bisschen zu wie mit dem da. Ja, ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, wenn ihr es habt. Aber man kann das auch quer einlegen, zum Beispiel, dann geht es leichter. Große Münzen, wenn man gerade nicht hat. Da ist auch der rote Dicht drin. So, und jetzt kommt ein bisschen, jetzt muss man ein bisschen tricksen. Wir müssen jetzt das Kabel da anheben. Biegt es ein bisschen auf, dass wir mit dem Teil den Quint da oben kommen. Da. Macht das Eis mit dem. Jetzt ist es also da. Und das da festhält mit dem. Damit man da herunten schön ansetzen kann. Das geht sogar bei mir jetzt vor der Kamera. Und dass man das ganz normal rechts drehend abbissen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen fummelig, so jetzt nicht tragisch. Und schraubt es mit der Hand richtig schön fest oben, nimmt dann dieses Teil und setzt es oben nochmal auf, dass es dann so ausschaut. Und dann dreht es nochmal das Teil richtig schön runter und macht es schön fest. Geduldig müsst es ein bisschen sein. Ja, immer ruhig bleiben. Es muss nicht überwässig gleich von heute auf morgen sein. So, und wenn es fest ist, schön handfest und nicht überreißen. Und dann haben wir natürlich noch unser goldenes Schräubchen hier. Dann legen wir uns unten das ungefähr hin. Den wir ein wenig hin und her rutschen, bis wir im Loch drin sind. Ja. Versuchen wir auch, dass wir das anbeißen. Wenn die Schleiche ärgert, der es euch dann abbiegen und holt es da hinten her. Dann geht es euch nicht den Weg um und dann kann man da wirklich schön, seht ihr es, wunderschön einlaufen lassen. So. Okay. Und dann zieht es das auch. Nicht übertreiben, das ist ein kleines Quint, der kleine ist ja normal handfest. Am Anfang habe ich das schlecht erklärt. Ja. Ich habe gesagt, die Flaschen raus. Bevor es die Flaschen raus möchtest, zieht es die Blende da runter. Die ist magnetisch. Ja. Schaut her, die zieht sie magnetisch zu. Die geht jetzt raus. Ich habe jetzt die Flasche gerade beim Waschen. Dann könnt ihr da ein bisschen mit der Flasche rein, schrauft es euch ein bisschen auf und dann schiebt es die Blenden wieder ein. Das ist jetzt als Nachtrag nochmal ganz am Anfang. Wie gesagt, der Flasche raus. Ich habe es so also auch rausgebracht, sollte man aber nicht tun. Ihr könnt weiter mit der Flasche nach unten, wenn es euch die Blenden einfach wickelt. Jetzt. Die wird nur magnetisch gehalten. Gut, das war's schon. Und dann haben wir da unser
Squonker Einheit. Natürlich kann man die jetzt, such jetzt her, dass du mehr Fläche habt, ja. Aber ich will nur sagen, ihr passt auf beiden Seiten, also das ist jetzt nicht so tragisch. Und dann können wir da wunderbar squonken. So, das war jetzt eigentlich der Umbau. Natürlich haben wir schnell einen Gliedermeiser aufgeschraubt, der wo nicht squonkfähig ist. Nur, dass er uns, dass man sehen, ob man Strom haben, ob man durchleitet. Jetzt ist natürlich logisch. So, dann müssen wir nochmal mit Akkus befüllen, den Buben. Dann machen wir ihm zwei Akkus rein. Dann haben wir Minus. Dann haben wir Plus. Schauen wir einmal. Volcam ist schon da. Schauen wir, ob er ihn erkennt. Jawohl. 0,7 Ohm. Er erkennt noch die Kamera Dampfer. So, also ihr könnt es also durchaus dann natürlich, wenn ihr das Flaschen leer habt, andere Kliros drauf machen. Allerdings, schaut, ihr habt natürlich da Probleme, ne? Mit der Spalte wird es natürlich nicht passen. Also das nur im Notfall her, nicht mehr so. Weil, ganz einfach, gebaut ist dies dort, man sieht sie, für feedingfähige Verdampfer. Ja? Nicht, dass man sie da mit einem 15er verdruckt oder irgendwas. Aber wenn man mit Gefühl einen leicht aufgeschraubt, kann man natürlich auch herkömmliche, wenn es ein Notfall ist und ist er so, ich habe gerade einen anderen Verdampfer da und habe nichts sonst, dann kann ich natürlich den auch da rüber dampfen. So, das war mal der Umbau vom Mofkin Disguiser auf Squonk. Wie gesagt, das Set gibt es in England. Müsst ihr halt ein bisschen googeln. Könnt ihr mit PayPal zahlen. Ist auf 3-4 Doktor. Ihr habt es gar geschissen nicht. Ich werde jetzt die Flasche einmal reinigen. Und beim nächsten Mal werden wir uns zwei Wotofu, und zwar den Sapor und den Lushi anschauen, mit dem jeweiligen Umbauset auf Squonker, auf Feeding, auf Squonk, auf Feeding. Und dann werden wir mal den einen oder anderen wickeln und einmal das testen, wie das ist. Okay. Also habt ihr gesehen, es ist jetzt kein Hexenwerk, nicht. Bin sogar ein bisschen schief hier, ich bin jetzt nicht genau mittig. Kann man es irgendwie nur ein bisschen nachschieben, weil unten das nicht so fest anzogen werden muss, dass das knallt. Gut handfest, das reicht. Gut, bis zum nächsten Mal.